Es wurde als das geheimnisvollste Manuskript der Welt bezeichnet und seit Jahrhunderten sind Forscher, Historiker und Linguisten daran gescheitert, die rätselhaften Zeichnungen von Pflanzen, astrologischen Symbolen und nackten Damen zu entschlüsseln. Es ist ein unlesbares, titelloses Buch. 1962 empfand die US-Kryptoanalytikerin und Autorin Elizabeth Smith Friedman das Entschlüsseln des Manuskripts als Lautzitat absolut frustrierend. Ist das Voynich-Manuskript wirklich so revolutionär für unser Verständnis der mittelalterlichen Geschichte, wenn es entschlüsselt wird? Finders Keepers. Im Jahr 1912 war ein seltener Buchhändler in London namens Wilfred M. Voynich erwarb 30 Manuskripte aus dem Jesuitenkloster von Mondragonen nahe Rom. Die finanzschwachen Jesuiten entschieden, einen Teil ihres Geldes heimlich an die Vatikanische Bibliothek zu verkaufen. Nicht der ganze Text gelangte in die Hände des Vatikans, ein Teil davon, ein Manuskript, ein kleiner, einfacher Pergamentband, der nun seinen berühmten Namen trägt, wurde heimlich an Voynich verkauft. Voynich verbrachte 7 Jahre damit, Wissenschaftler für die Entschlüsselung des Codes zu gewinnen, anstatt es weiterzuverkaufen. Voynich begann, die Manuskriptherkunft zu ermitteln. Andere mit dem Strange Codex erworbene Werke wurden an renommierte US-Universitäten für hohe Summen verkauft. Es waren vorwiegend klassische, humanistische Werke des 15. Jahrhunderts. Das Rätselbuch, durch die Kohlenstoffdatierung des Pergaments, in diesem Fall Kalbsleder, wurde festgestellt, dass das Voynich-Manuskript, das als VM bekannt geworden ist, Anfang der 1400 geschrieben wurde. Es ist nur 15,24 cm mal 22,86 cm groß. Pigmente und Illustrationsstil weisen auf eine Herstellung in Norditalien hin. Experten glauben, dass der unlesbare und komplexe Text des 234-seitigen Pergaments entweder kodiert oder imaginär ist. Es ist von links nach rechts verfasst, mit einer erkennbaren Struktur in der Beschriftung. Forscher fanden heraus, dass es trotz Unklarheiten über die Zusammenstellung der Buchstaben als Sprache 20 bis 25 verschiedene Buchstaben zu geben scheint. Die Illustrationen teilen das Manuskript scheinbar natürlich in 6 Abschnitte. Jeder Abschnitt der Zeichnungen ist thematisch und stilistisch definiert, außer dem letzten, der nur kleine Sterne am Rand zeigt. Diese Abschnitte sind benannt, um Forschern die Identifizierung zu erleichtern. Der erste Abschnitt ist herbal, mit 112 Blättern. Jede Seite enthält 1 bis 2 Pflanzen und einige Textabschnitte. Es gibt rund 400 Zeichnungen dieser fantastischen Pflanzen in Rot, Gelb, Braun, Blau und intensivem Grün. Das ist üblich für Kräuterbücher, die damals in Europa verfasst wurden. Einige Teile dieser Illustrationen sind später im Pharmazieabschnitt detaillierter. Diese Pflanzen können nicht klar identifiziert werden. Der astronomische zweite Teil ist kleiner und umfasst nur 21 Folios. Hier gibt es komplexe Diagramme mit Hinweisen auf astrologische und astronomische Karten. Einige zeigen Stern-, Mond- und Sonnensymbole. 12 Zeichnungen stellen bekannte Tierkreis-Sternbilder dar. Ein Stier repräsentiert den Stier, ein Jäger mit einer Armbrust für den Schützen und 2 Fische für die Fische. Diese Sternbilder sind mit 30 halbnackten Frauenfiguren dargestellt, die Sterne halten. Einige Seiten klappen auf, ungewöhnlich für ein mittelalterliches Skript. Das dritte Set von 20 Folios. Von 20 Folios zeigt Text und Zeichnungen von winzigen nackten Frauen, einige mit Kronen. Sie scheinen in Bädern mit grüner oder blauer Flüssigkeit, die Wasser sein könnte, zu waschen, schwimmen oder sogar zu ertrinken, da sie fließt. Dieser Abschnitt ist als bauneologisch bekannt, eine Technik in der traditionellen Medizin zur Krankheitsbehandlung. Durch Baden. Einige der Bäder scheinen nur Löcher im Boden zu sein, andere haben seltsame Röhren, die aus ihnen herausragen, und haben bizarre Formen, die einem weiblichen Fortpflanzungssystem ähneln. Die nächsten 13 Seiten des kosmologischen Abschnitts enthalten weitere kreisförmige Illustrationen. Ein Ausklappbild erstreckt sich hier über 6 Seiten und zeigt eine Karte mit 9 durch Dämme, Burgen und vielleicht einen Vulkan verbundenen Inseln. Dann gibt es den pharmazeutischen Abschnitt mit 34 Seiten detaillierter Pflanzenteile und Objekten, die wie Apothekergläser aussehen. Letztendlich sind 22 Seiten mit kurzen Textabschnitten vorhanden, alle mit einem Stern als Aufzählungszeichen markiert. Diese Foliobögen sind bekannt als Rezepte. Mindestens 28 Seiten fehlen in dem Dokument. Die Bacon-Theorie.
Wer hat das Manuskript erstellt und woher kommt es? Der erste bekannte Besitzer war ein Alchemist aus Prag aus dem 17. Jahrhundert namens George Barishk. Er fühlte, es hatte jahrelang nutzlos Platz in seiner Bibliothek beansprucht. Er wandte sich mit Musterkopien um Hilfe an den bekannten Jesuitengelehrten Athanasius Kircher vom römischen Kolleg. Kircher wollte das Dokument kaufen, aber Barishk lehnte ab. Nach seinem Tod vererbte er das Buch an seinen Freund Johannes Marzi, der es an Kircher weiterleitete. Ein Brief, der das Manuskript 1665 an Kircher vererbte, war bei Voynichs Kauf noch dabei. Marzis Brief erklärte, er glaubte nur Kircher könnte ihn lesen. Dr. Raphael, ein böhmischer Sprachlehrer für Ferdinand III., sagten ihm, das Buch gehörte Kaiser Rudolf, der dem Überbringer 600 Dukaten schenkte. Er dachte, der Autor wäre der Engländer Roger Bacon. Bacon war ein mittelalterlicher Mönch und Philosoph. Geboren im frühen 13. Jahrhundert, war er ein Mann mit Ideen weit vor seiner Zeit. Er dachte über die Wahrscheinlichkeiten von Motorbooten, Teleskopen, Mikroskopen und Flugmaschinen nach. Er schrieb auch Texte über Alchemie und Linguistik. Die Unterstützer der Theorie, Bacon sei der Autor des Voynich-Manuskripts, sind der Meinung, er habe das Buch kodiert, um Anschuldigungen von schwarzer Magie, einem tödlich bestraften Verbrechen im Mittelalter, zu entgehen. Die Newbold-Theorie. Bei seiner Rückkehr nach Amerika mit dem Manuskript stellte Voynich Seitenkopien zur Verfügung, in der Hoffnung, dass jemand das Rätsel lösen könnte. William Romany Newbold war Professor an der Universität von Pennsylvania. Er war bekannt für seine Vorlesungen über christlichen Nautizismus, Religionspsychologie und Kryptographie. Nach achtmonatiger Studie des Dokuments verkündete er im April 1921 die Entschlüsselung seiner Geheimnisse. Er dachte, der sichtbare Text sei Unsinn, aber jeder Buchstabe bestand aus Markierungen, die nur bei Vergrößerung erkennbar waren. Die Markierungen basierten auf alter griechischer Stenografie, die seiner Meinung nach eine zusätzliche Schreibebene bildete und die eigentlichen Worte auf dem Pergament zeigte. Newbold behauptete, die Ergebnisse stützen die Theorie, dass Roger Bacon tatsächlich der Autor und vermutlich der größte Wissenschaftler aller Zeiten war. Newbold behauptete, Bacon habe tatsächlich hunderte Jahre vor ihrer Entdeckung ein zusammengesetztes Mikroskop und ein Teleskop erfunden. Er konnte so die große Andromeda-Galaxie als Spiralgalaxie und die Kerne organischer Zellen identifizieren. Newbold präsentierte seine Thesen vor gelehrten Akademikern in öffentlichen Vorträgen und veröffentlichte zwei Bücher. Voynich, Roger Bacon, Manuskripte, 1921 und Die Chiffre von Roger Bacon, 1928. Seine Ergebnisse sorgten für Aufsehen und obwohl Gelehrte die Entschlüsselungsmethode verwirrend fanden, wurde die Lösung begeistert akzeptiert. Ein anderer Professor, John Matthews Manley von der Universität von Chicago, diskreditierte jedoch bald Newbolds Arbeit. Newbolds System umfasste mehrere Schritte und Buchstabenersetzungen. Es benötigte das unendliche Neuordnen von Buchstaben, um ein verständliches Lateinwort zu erzeugen. Die Buchstaben V, E, L, O, S könnten verschiedene Antworten wie Volts, Loves oder Solve ergeben. Manley, der den ersten deutschen Spion in Amerika zum Tode verurteilte, schrieb nun einen 47-seitigen Artikel, in dem er Newbolds Lösung verurteilte. Es gibt Anzeichen für hebräische Mikrokalligraphie aus dem 9. Jahrhundert. Aus der Ferne bildet der Text ein Design, doch es ähnelt nicht den Formen, die Newbold entdeckt hat. Bei genauer Untersuchung des Manuskripts stellte sich heraus, dass die Markierungen durch das Trocknen von Tinte auf Pergament entstanden sind. Manley meinte, Newbolds Eifer, eine Lösung zu finden, hätte ihn dazu gebracht, den Text unbewusst so zu interpretieren, wie er ihn sehen wollte. Heute wird die Mikrographie-Theorie dank Manley meist abgelehnt. Die Voynich-Theorie. Einige Leute glauben, dass Voynich das Dokument selbst gefälscht hat. Sein Beruf als Antiquar hätte ihm das Fachwissen und die Ressourcen gegeben, ein solches Buch zu fälschen. Und ein lange verlorenes Manuskript von Roger Bacon wäre ein Vermögen wert gewesen. Bareskes Brief an Kircher belegt lediglich die Existenz eines Textes, nicht zwingend des Voynich-Manuskripts. Der irische Historiker Eamon Duffy hält es für unvorstellbar, dass mindestens 14 oder 15 ganze Kälberhäute seit dem frühen 15. Jahrhundert unberührt blieben, damit Voynich im 20. Jahrhundert seine Fälschung darauf schreiben konnte, basierend auf Radiokarbondatierung. Das schließt jegliche Chance aus, dass das Manuskript eine nachmittelalterliche Fälschung ist.
Theorien, Theorien überall. Die Theorien kommen weiterhin Schlag auf Schlag. Die im Manuskript enthaltene Sprache ist einzigartig auf der Erde, möglicherweise mit außerirdischem Einfluss. Die Spekulation, ein außerirdischer Besucher habe das Buch im 15. Jahrhundert zur Dokumentation seines Wissens verfasst, resultiert aus unbekannten Sternenkarten. Joseph Martin Feeley veröffentlichte 1943 seine Arbeit Roger Bacons Chiffre, der richtige Schlüssel gefunden. Er sagte, das Manuskript sei Bacons wissenschaftliches Tagebuch in mittellateinischem Text, kodiert durch eine einfache Substitutionschiffre. Dann kam 4 Jahre später Lionel Strong, ein Amateurkryptograph und Krebsforschungswissenschaftler. Er übersetzte 2 Seiten und behauptete, der Code sei ein Zitat, ein seltsames System von arithmetischen Progressionen eines mehrfachen Alphabets. Er hielt Anthony Ascham, der im 16. Jahrhundert lebte, für den Autor. Es ist jetzt offensichtlich zu spät wegen der Kohlenstoffdatierung. Strongs Notizen nach seinem Tod zeigen seine sorgfältige Wortauswahl zur Phrasenbildung. 1978 behauptete Robert Bambor, Professor für klassische und mittelalterliche Philosophie an der Yale, dass das Manuskript ein Betrug sei, um Kaiser Rudolf II. Zum kostspieligen Kauf zu verleiten. Er glaubte, der Text wäre mit einer komplexen 2-stufigen Methode auf Latein kodiert. John Stochke behauptete im selben Jahr, das VM sei eine Reihe von Briefen in Ukrainisch, jedoch ohne Vokale. Die angegebenen Daten sind inkorrekt. Es besteht keine Verbindung zwischen Bildern und Text. Und seine Übersetzungstechniken wurden kritisiert. Stephen Becks glaubte, mit einer der Hieroglyphenübersetzung ähnlichen Methode, er hätte das Dokument in diesem Jahrhundert teilweise entschlüsselt. Er sagte, es sei ein in einer asiatischen Sprache verfasstes Naturbuch. Bax starb 2017, ohne eine vollständige Übersetzung zu machen. Nicholas Gibbs meinte 2017, das Buch handle von Frauengesundheit und sei in verkürztem Latein verfasst. Greg Kondrak verwendete Computerlinguistik und stellte fest, dass die VM in Hebräisch verfasst und mit Alphagrammen kodiert war. Ahmed Adek hält es für Alttürkisch. Gerard Cheshire behauptete 2019, es sei eine kalligraphische proto-romanische Sprache und der deutsche Ägyptologe Rainer Hennig glaubte, es sei semitisch. Die VM wurde 2004 der Yale's Rare Book and Manuscript Library gespendet und ist online einsehbar. Trotz hunderter erfolgloser Übersetzungsversuche durch kryptologische Genies wie Alan Turing könnte das Rätsel des Voynich-Manuskripts möglicherweise nie gelöst werden. Danke fürs Zuschauen, hoffentlich hat es Ihnen gefallen. Bis nächste Woche zu einem weiteren Video. Prost!